Boot mit Flüchtlingen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Mittelmeer gekentert. Der Unfall ereignete sich 110 Kilometer vor der libyschen Küste. Nach Berichten der Zeitung Times of Malta können dabei über 200 Menschen ums Leben gekommen sein. 28 weitere wurden von einem vorbeifahrenden Schiff gerettet. In dem Bericht heißt es, die Flüchtlinge könnten den Unfall selbst verursacht haben, indem sie sich alle auf eine Seite des Schiffes begaben und es damit zum Kentern brachten. In den Erstaufnahmeeinrichtungen sind die Flüchtlinge nicht nach Religionen oder Ethnien getrennt. In Kassel-Calden kommt es im September zu Ausschreitungen. Kein Überblick. Dabei wird das Problem immer größer. Kommt hier auch hier an die Sammelstelle für radioaktive Abfälle im schleswig-holsteinischen Geesthach, wurden bereits 16 auffällige Fässer gefunden. Einige mit Korruptionsproblemen. Herbst 2015. Das war die Antwort auf das Problem.